Moin, wir sind Johannes und ihr seht Disversiv. Ja, und wir analysieren heute die zweite Folge des Black Mirror-Nachfolgers auf Channel 4 Electric Dreams. Die Folge heißt Autofag. Produktion zum Selbstzweck. Eine Maschine, die 24/7 läuft, Produkte herstellt, ohne dass es überhaupt noch eine Menschheit, eine Zielgruppe gibt, die etwas mit diesen Produkten anfangen kann. Das ist ganz grob gesagt das Szenario von Autofag. Ja, genau. Nicht nur das, dass sie mit den Produkten nichts anfangen kann, diese Maschine zerstört und natürlich deren Lebensgrundlage eigentlich. Ressourcen, also, ja. Zerstört die Umwelt. Ja, genau. Lässt sie halt irgendwie Schwermetalle, wird gesagt, die können halt weniger anbauen dadurch und so. Ist halt ein sehr großes Problem. Also haben wir hier ein sehr, ja, klassisches Szenario, könnte man sagen. Du hast halt einen Widerstand gegen eine AI, die sich selbstständig gemacht hat und die Welt zerstört. Also ich glaube, man kann das Ganze schon guten Gewissens auch als Allegorie sehen auf unsere jetzige Welt. Natürlich ist unsere Produktion jetzt nicht voll automatisiert, auch wenn es in die Richtung geht, aber natürlich haben wir schon jetzt ein ganz großes Problem damit. Die Umwelt wird zerstört, vielleicht auch für Produkte, die nicht unbedingt jemand braucht. Das Ganze ist ein bisschen ein Selbstläufer geworden, lässt sich nur noch schwer kontrollieren. So global. So eine Maschinerie, die läuft irgendwie. Ja, ich genau. Brauche jedes Jahr ein neues iPhone oder so. Ja, genau. Und es ist halt sehr fragwürdig, ob das alles so sinnvoll ist. Also, und das Autofag ist so ein bisschen die logische Konsequenz, könnte man offen sagen. Ja. Die vollautomatische, die Maschine, die einfach deren Hauptziel, deren Hauptpriorität Produktion ist, um jeden Preis. Die selbst, wie wir später rausfinden, sich eigene Konsumenten produziert, weil das irgendwie ihre Existenz rechtfertigt, aber Menschen an sich spielen da so gar keine Rolle mehr drin. Die Serie basiert ja auf Kurzgeschichten von Philip K. Dick. Der hat die, glaube ich, in den 60ern geschrieben. Also das Ganze muss man schon auch auf unser Wirtschaftssystem beziehen. Der hat ja jetzt nicht so die Automatisierung gesehen, die man heute schon sieht, sondern... Das bezieht sich auf das Wirtschaftssystem. Genau. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das ein, vielleicht auch so ein mahnender Appell in die Richtung sein soll. Und sehr weitsichtig, kann man sagen. Also in den 60ern schon so die Automatisierung vorauszusehen und die Konsequenz, die das haben könnte mit dem Wirtschaftssystem, das wir haben, ist schon, ja, hat sich schon Gedanken dazu. Auch ganz interessant, dass das System selber ja gar nicht intelligent ist in dem Fall, sondern es kann nur, es kann keine neuen Sachen erfinden oder bauen oder so, sondern es kann nur das machen, wozu es Baupläne hat. Und danach kann es eben auch Konsumenten, also Menschen erschaffen. Ja. Das Anfangsszenario aus einer Gruppe von menschlichen Widerstandskämpfern gegen die Maschine, das erweist sich ja nicht als die Wahrheit. Autofag hat die Menschheit schon lange ausgelöscht oder die Menschheit hat einfach diesen Atomkrieg nicht überlebt. Genau. Und die Menschen, die existieren, sind im Prinzip ja wie die Hosts in Westworld zum Beispiel so künstlich, also Roboter im Prinzip. Genau. Aber es gibt eben einige dieser Konsumenten, die so fehl, die nicht funktionieren, sage ich mal. Statistischer Fehler wird es auch genannt hier. Ja. Und zum Beispiel diese, die Protagonistin, die ja Gefühle entwickelt für einen ihrer Mitbewohner und dadurch, obwohl sie selber weiß, dass sie ein Roboter ist, das trotzdem als echt ansieht, deren Bedürfnisse, deren Bewusstsein auch als echt ansieht, also wirklich sehr ähnlich auch wie in Westworld. Was ich hier so interessant finde, ist, vielleicht kritisiert man, oder vielleicht ist das nicht einfach nur eine Kritik von so Automatisierung und dadurch vielleicht Umweltverschmutzung oder Verlust von Menschlichkeit, sondern da wird auch aufgezeigt, naja, die Menschheit schafft sich eine Maschine für ihre Zwecke, die Maschine überholt die Menschheit und ersetzt sie durch wieder eine neue Maschine und die wiederum überholt dann hier am Ende der Episode wieder ihren Schöpfer, Autofag sozusagen. Und ja. Das sehe ich hier tatsächlich nicht so. Ach so. Man sieht ja offensichtlich, dass es ein... Die hat ja, die kann ja nichts Neues erschaffen, die Maschine, sondern sie arbeitet nur nach Bauplänen. Also sind eigentlich die Menschen von damals, die kopiert neu in diese Welt gesetzt wurden, die jetzt auch rebellieren. Ach so, das heißt, die Menschen holen sich am Ende die Welt zurück. Also du siehst das gar nicht so als Evolution, sondern mehr als so ein... Das ist die Rache der Menschen, also der Rückschlag. Die Rückkehr ins Geheim, könnte man so und sagen. Und dann zerstören die Menschen halt auch. In dem Sinne Autofag wieder. Ja. Okay. Also das ist so ein bisschen für mich so der Inbegriff von, ich mache immer weiter, ich arbeite, kopiere die Sachen, aber ich selber habe nie das große Ganze verstanden, kann selber nichts erschaffen. Ja. Wir sehen ja, dass sie dann den Kundensupport von Autofag auch ansprechen und da kommt dann eine Botschafterin vorbei, die auch im Prinzip wie ein nachgebauter Mensch aussieht, sich auch so verhält. Und
da wird halt dann auch klar, dass, ja, oder es wird eben nicht klar, was Autofac eigentlich will. Ach so. Warum Autofac Konsumenten erschafft, warum Autofac das alles macht. Ja, ja. Hast du da mal drüber nachgedacht? Naja, Autofac sucht halt so eine Art Existenzberechtigung. Ja. Das Einzige, was Autofac machen kann, ist halt produzieren immer weiter und braucht halt Konsumenten dafür. Also muss ich das, also so im Prinzip so eine Einprogrammierung von vorher. Und das ist ein Plan, der da einfach nur abläuft von dieser Erfinderin und am Ende finisht sie das Ganze. Ja, eigentlich wie ein Lebewesen, das einfach jetzt nicht unbedingt einen Grund hat, warum es existiert, sondern sich selber erhält und reproduziert auf eine gewisse Weise, kann man so sagen. Ja. Man muss ja dazu sagen, es ist zwar von Channel 4 produziert, aber Amazon hat sich ja auch die Rechte gekauft. Und man kann es bei Prime sehen. Lustiger Fun Fact, am Anfang wird ja so eine Drohne gehijackt von denen. Mhm. Amazon arbeitet ja selber auch gerade an so Lieferprogrammen. Ja. Mit solchen Drohnen. Amazon ist Amazon vielleicht Autofac? Die automatisierte Version von Amazon ist das, ja. Wird es dir insgesamt gefallen? Was ist so deine Einschätzung generell zu Electric Dreams? Gut, und also diese Folge hat mir jetzt auch besser gefallen als die erste Folge, die auch schon recht stark war. Wir haben ja gesagt, auf dem Niveau von einer etwas schwächeren Black Mirror Episode. Das heißt ziemlich gut. Und also ich fand das Thema war hier ein bisschen interessanter. Auch ein Thema, das jetzt zum Beispiel Black Mirror so noch nicht beleuchtet hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und auch ein bisschen aktuell. Also, ja. Also würdest du sagen, ist ein würdiger Nachfolger? Ja, auf jeden Fall. Ja, also mir hat die Episode auch deutlich besser gefallen als Real Life. Insgesamt schon stark. Über manche Sequenzen, gut, diese persönliche Randgeschichte da in dem Dorf, das hat mich jetzt nicht so interessiert, fand ich eher langweilig. Aber dieses ganze Setting mit Autofac, dass sich seine eigenen Konsumenten schafft, das war natürlich sehr, sehr interessant. Und auch so philosophischer Sicht. Okay. Wenn man so die Hintergründe, Technologien beleuchtet, hat mir das schon. Wie hat euch Autofac gefallen? Und was haltet ihr allgemein von Electric Dreams? Ein würdiger Black Mirror-Nachfolger? Schreibt es uns in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, abonniert Dissversiv.